Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Hallo, hier spricht Monika Minor aus Wattenheim. Maximale Entspannung. Am Sonntagabend im Biergarten sitzen mit netten Menschen und einem kühlen Getränk. Das wird ja meistens auf einen Bierdeckel gestellt. Gehört doch einfach dazu, oder? Da sitze ich nun so und bekomme doch tatsächlich einen ganz besonderen Bierdeckel untergestellt. Ja, untergeschoben könnte man in diesem Fall schon sagen. Auf dem Bierdeckel steht: Mach mit, mach Mut, Kirchenwahlen, 29.11.2020. Ja, schon gut. Ich sitze ja nicht in irgendeiner Kneipe, sondern im Biergarten einer Kirchengemeinde in der Landauer Innenstadt. Ein Bierdeckel mit einer besonderen Botschaft. Da war doch schon mal etwas mit einem Bierdeckel. Ach ja, die Steuer sollte so vereinfacht werden, dass die Rechnung auf einen Bierdeckel passt. Friedrich Merz hatte sich das so ausgedacht, ausgerechnet. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Wie lange ist das her? Keine Ahnung. Könnte man natürlich googeln. Ist aber auch egal. Auf einen Bierdeckel kann man auch das Wichtigste unseres Glaubens draufschreiben, oder? Dieser Gedanke schoss durch meinen Kopf. Naja gut, zugegeben, meine Freundin Stefanie und ich hatten mal wieder über die Zukunft unserer Kirche diskutiert. Welche neue Formen soll es geben? Was ist denn wirklich wichtig? Wir haben ja im Studium dicke Dogmatikbücher gelesen. Auch das ist lange her, zugegeben. Aber was ist denn wichtig und was lässt sich vielleicht auch so auf einen Bierdeckel schreiben, dass es sich jeder gut merken kann? Haben Sie eine Idee? Mir sind zwei Sätze eingefallen. Gott liebt seine Schöpfung ohne Bedingung. Und Gott leidet mit uns Menschen. Gott verzeiht, meint da noch Stefanie. Oh ja, auch wichtig. Passt doch auf einen Bierdeckel, oder? Probieren Sie es doch mal aus. Wir beten. Gott, lass uns deine Botschaft hören. Lass uns dein Wort verstehen. Berühre unser Herz. Gott, du liebst uns, du hilfst uns, wenn wir leiden, und du verzeihst. Danke. Bleib behütet. Gott, der Herr segne dich und behüte dich, heute und an allen weiteren Tagen des Lebens. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.